Hallo liebe Leute, und es ist Zeit für ein winziges Video. Viele Leute, beziehungsweise viele sagen, boah, Kochen ist echt anstrengend. Und wenn man das einfach ein bisschen reformuliert, dann erkennt man, was Kochen eigentlich ist. Denn Kochen ist im Extrem oder im eigentlichen Sinne ein bisschen Gemüse schnippeln und neben einer Pfanne einfach ein bisschen zu warten. Das ist der Aufwand, den Kochen eigentlich macht. Und das Problem, was man eigentlich hat, wenn man zu faul ist zum Kochen, ist der kognitive Load, wenn man die Gewohnheit nicht stabilisiert. Wie lernt man das? Problem ist einfach, dass man hier keinen Trick anwenden kann, sondern sich tatsächlich überwinden muss, sich disziplinieren muss. Denn wie lernt man Disziplin? Disziplin lernt man nur dann, wenn es schwer ist. Das heißt, man kann nicht leicht einsteigen, genauso wie man versucht, ins Gewicht oder ins Training eben leicht einzusteigen. Man steigt vielleicht leicht ein, um die Technik zu erlernen. So steigt man eben auch leicht an, indem man sagt, okay, ich koche nur, egal was. Aber um Disziplin wirklich zu erlernen, muss man eben die Gewicht erhöhen. Man muss sich anstrengen. Wie beim Training muss man auch eben seine Grenzen ausloten, um diese Grenzen zu erweitern. Und das bedeutet, gerade dann, wenn es schwer ist, gerade dann, wenn es nervt und gerade dann, wenn man supermäßig keinen Bock hat, eben dann sollte man sich überwinden und es dann machen. Das sind die wenigen Gelegenheiten, in denen man wirklich die Möglichkeit, auf sich selber Einfluss zu nehmen und seinen Charakter in eine, ich nenne es einfach mal ganz unvorsichtig, positive Richtung zu formen, nämlich disziplinierter zu werden.